Jimmy Blue Ochsenknecht gibt Trennung von Freundin Jelis bekannt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, heute mussten wir auf Instagram erfahren, dass Jimmy Blue Ochsenknecht sich von seiner Freundin Jelis Kotsch getrennt hat. Seit 2020 waren Jimmy Blue Ochsenknecht und Jelis Kotsch ein Paar. Ganz kurz darauf wurde Jelis auch von Jimmy Blue Ochsenknecht schwanger und sie trägt immer noch das gemeinsame Baby im Bauch, welches dann in den nächsten paar Monaten auch auf die Welt kommen wird. Ja, es wurde schon länger vermutet, dass es zwischen den beiden etwas kriselte und nicht alles so passte. Nun hat er es auf seinem Instagram-Account bestätigt, das Ganze mit folgender Nachricht, die wir hier auch einmal einblenden und vorlesen werden. Und zwar schrieb er, um alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen, wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer alles gegeben, diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Auch wenn ich alles versucht habe, habe ich mich entschieden, den Weg der Trennung zu gehen. Natürlich ist mir diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen. Ich wünsche mir, es wäre anders, vor allem in der jetzigen Situation, aber schlussendlich gab es für uns einfach keine andere Möglichkeit mehr. Ich bitte euch, das zu respektieren. Bevor jetzt wieder geurteilt wird, möchte ich sagen, dass Jelis eine super Mutter wird und ich werde mein Bestes geben, ein guter Vater zu sein. Und das ist das Allerwichtigste. Mehr werde ich dazu nicht sagen, das ist eine Sache zwischen uns beiden. Was letztendlich zu der Trennung zwischen den beiden geführt hat, ist offiziell noch nicht bekannt. Beide wollen sich dazu nicht äußern und das ist, denke ich, auch mal die richtige Entscheidung, denn das ist natürlich am Ende dann auch die Privatsache von den beiden. Am Ende bleibt trotzdem die Frage, ist das die richtige Entscheidung von Jimmy Blue Ochsenknecht? Das jetzt zumindest mal so provokant gefragt. Oder sollte man, gerade wenn die Frau schwanger ist mit einem gemeinsamen Kind, da vielleicht noch etwas Zeit verstreichen lassen und gucken, ob sich alles ergibt? Schreibt einfach dazu eure Meinung mal in die Kommentare, die würde mich interessieren. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.